Oh Mann, nachdem ich die ganzen Dungeons nochmal durchgehen musste, bin ich jetzt wieder beim stärksten Boss im Spiel. Level 80 bin ich schon. Und los geht's. Omega ist meine Begierde. Gottesdrache. Er fängt sofort mit seiner stärksten Attacke gleich an. Deswegen mache ich gleich mal so. Nein, er hat nicht sofort mit der stärksten Attacke angefangen. Ich habe mich blamiert. Aber der Schaden ist schon gut. Das ist gut. Okay. Angriff. Angriff. Du machst Proterra. Du machst Mumm auf ihn. Okay, gut bisher. Er hat auch so viel wie Omega. Aber bei ihm ziehe ich mehr ab. Oder das dauert bestimmt noch nicht so lange. So, so, so. Heilger, du machst Mumm auf Bernd. Blitzschlag. Egal, die leben noch alle. Das hier das Wichtigste. Okay, wie viel ziehst du? Gut, gut, gut. Geht auch, Mike. Gut auch. So, so. Heilger. Du machst Mumm auf ihn. Gezeitenwelle. Scheiße. Ach ja, stimmt. Der hat doch mehr Attacken als Omega drauf. Deswegen. Egal, ich habe Heilgar. Das hilft mir sowieso. Das hilft mir sowieso bei der Situation jetzt. Angriff, Angriff. Du machst sofort wieder Heilgar. Heilgar. Du machst Mumm. Schneesturm. Egal, ich habe mich schon gesichert mit Heilgar, deswegen ist es gut. Gut, gut, gut. Bisher läuft ja alles besser als bei Omega. Aber ich freue mich schon auf die 40 Etagen, die ich gehen muss für den letzten Dungeon. Oh, das wird eine Qual. Mumm bei Bernd. Gezeitenwelle. Okay, jetzt kommt auch seine Stärke raus. Oh, gut, gut, gut. Jetzt wird noch sein Angriff verstärkt, damit er noch mehr Schaden macht. Heilger, du machst dann Mumm auf ihn. Ach, seine stärkste Attacke. Scheiß mal, Bernd stirbt bald, wenn ich nicht aufpasse. Okay, gut, gut, gut. Gut. Er darf jetzt keine starke Attacke machen. Mom. Okay, ich glaube, den überlebe ich noch. Verdammt! Okay, wenigstens habe ich. Ich habe ja noch Erzengel und ich habe noch einen Charakter, der noch gut mitschlägt. Ja, ich weiß, es hat nicht geklappt. Weil liebe Bernd gestorben ist. Hast auf ihn. Gezeitenwelle. Okay, gut. Jetzt lebt der auch noch wieder. Hast. Und du machst Heilger, du machst Mumm auf Bernd. Scheiße! Doch, Vivi ist. Oh nein! Oh, ich hab Glück gehabt. Ich dachte dann vom Moment. Oh! Puh, puh, puh. Zu viel Schaden. Zu viel Schaden auf einmal. Ich glaube, es werden gleich welche sterben. Wenn er nochmal so eine behinderte Attacke einsetzt. Ich muss jetzt auch mein Glück hoffen. Ja, okay, ich habe Glück gehabt. Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Der ist aber irgendwie leichter als der andere. Als, wie hieß der andere nochmal? Omega, oder? Der ist Gottesdrache, okay. Was soll das dann heißen? Omega ist meine Begierde. Das weiß nur der liebe Gott. Warte, ich habe mich geheilt und ich kann jetzt sowieso. Gut, gut, gut. Ich habe geschafft.
Ich muss gleich, glaube ich, wieder Bernd wiederbeleben. Okay. Gut. Der müsste bald sterben. Wenn ich das jetzt bisher genau alles richtig berechnet habe. Okay, ich habe mir nichts berechnet, aber ich sag das einfach mal so. Passt auf ihn. Okay, wer ist alles tot? Geschafft! Ich habe den letzten Endboss geschafft. Aber Bernd ist tot. Das ist kacke. Ragnarök. Heldenschild. Das Ragnarök ist die ultimative Waffe von ihm. Ja, ihr seht es. Schwert mit göttlicher Inschrift. Und Heldenschild. Schutz vor diversen Zustandveränderungen. Ach, wieso musste er sterben? Der hätte auch... Aber ich habe den Kampf viel schneller geschafft als den anderen. Das sagt schon was. Okay. 6 Minuten habe ich für diesen Kampf gebraucht. Für den stärksten Kampf. Für den stärksten Boss im Spiel. Habe ich so viel gebraucht. Ach, jetzt muss ich zu dem nächsten. Und wir sind uns bei der Windflüsterhöhle und deren Bössen und deren 40 Etagen. Also, bis gleich. Ach, nach dem größten Kampf in diesem Spiel, der 6 Minuten dauerte, muss man mal erwähnen, kommt mal eigentlich ein leichter Kampf. Hurgok! Typhoon, der 10.000 Lebenspunkte, aber bei ihm, seine Verteidigung ist hoch, deswegen muss man mit Mumm seine Verteidigung brechen. Wie ihr seht, normalerweise hätte ich jetzt mehr Schaden gemacht, aber durch Mumm werde ich jetzt mehr Schaden machen können. Und seine Angriffe sind auch nicht so viel wert. Er kann eigentlich momentan nichts. Jetzt wird noch von Bernd der Angriff verstärkt, damit er noch viel stärker ist. Angriff. Du machst mal Proterra einfach mal und du machst wieder Mumm auf Bernd. Wie ihr seht, es bringt was. Und der Schaden von ihm... Ein Witz, sage ich mal. Ein Witz. Der müsste gleich auch sterben. Ach, Saber, hör auf. Ich glaube, ich habe ihn gleich mit... Im nächsten Runde habe ich ihn dann besiegt. Da habe ich genau eine Minute so... Egal, Angriff, du machst mal... Erzengel und du greifst an. Er ist einfach gerade so gestorben. Okay, merke ich mir. Wieso lebt er noch? Okay. Angriff. Gut so, Lucy. Au. Oh. Okay. Wann ist er verdammt machen? Ich habe doch längst 10.000 bei ihm abgezogen. Was will er denn? Oh, so wenig hat noch gefehlt, oder was? Typisch Final Fantasy. Genji-Helm. Und wir sehen uns beim nächsten Boss. Okay, hier ist schon der nächste Boss. Aber erstmal was erzählen. Ihr wisst ja noch, in der Höhle der Genese... bin ich ja ganz herumgegangen. Da habe ich auch ein paar Sachen getroffen, außer Kämpfen. Da habe ich zum Beispiel Bahamut getroffen, der irgendwie... Ich sollte ihn irgendwie helfen, irgendwie Drachen zu finden. Und ich sollte die besiegen und ihn dann bringen und so alles. Und hier habe ich bisher einen Mann getroffen, wo ich seine Biber helfen sollte, irgendwie in eine Richtung zu gehen, rechts oder links. Und ich sollte Verstecken spielen mit einem Kind. Und es gibt auch Städte hier. Keine Ahnung, warum da hier einfach Städte sind, einfach in dieser komischen Dimension. Das Spiel ist einfach Final Fantasy-like. Was? Wie habt ihr es bisher geschafft? Ein Ding der Unmöglichkeit, aber ich mach euch fertig. Ach, der ist... Ach, den kenne ich noch von... also von Bernds Let's Play, also Final Messenger. Der ist so ein Hurenboss. Der kann gar nichts. Naja, sehen wir mal. Ich versteck mal Bernd mal. Der müsste... Tinte. Der kann mich noch blinden... Okay, der hat nur bisher Bernd getroffen.
Okay, er hat trotzdem noch getroffen. Gut. Angriff. Angriff. Und du machst mal einfach mal Blitzgar. Das müsste eigentlich bei ihm helfen. Weil er ist ein Tintenfisch. Müsste jetzt eigentlich machen. Ja, es geht. Tinte nochmal. Miss alle. Okay, das ist gut. Also habe ich den gleich den Kampf gewonnen. Es gibt sowieso keine schwierigen Bosse mehr, außer die jetzt. Also die letzten zwei Bosse, wo ich irgendwie bei einem 18 Minuten brauchte, den einen 6 Minuten. Das waren die schwersten Kämpfe im Spiel. Ab da, also der Endboss, wird sehr schnell bei mir gestorben sein. Es wird sehr schnell vorbeigehen mit dem Endboss und darauf... darauf könnt ihr euch eigentlich schon freuen. Das wird schnell vorbei sein. Wie lange willst du noch leben, verdammte Scheiße? Du Huren... Vitaga. Angriff. Gut, dass du ihn angreifst. Okay, er ist jetzt schon tot. Ach, naja. Runenstab. Wo ist der Teleporter? Ach so. Okay, Runenstab. Runenstab. Runen. Benutzen, um Heilra auszuführen. Okay, ultimative Waffe für ihr. Oder für ihn meine ich. Ach, Entschuldigung, Saba. Okay, damit sehen wir uns beim vorletzten Boss dann. Okay, ich bin am 30. Stock. Hier lauern überall tote Menschen. Hilfe, wir brauchen Hilfe. Ich soll irgendwie in Süden gehen, aber erstmal diese Schmerzen. Rede. Es tut so weh, bitte erlöst mich von diesen Qualen. Das sind die einzigen Sätze, die sie hier alle sagen. Und irgendwo im Süden soll es einen Typen geben, der die Brücke frei macht. Welcher Typ soll das denn sein? Der hier oder was? Oder der hier? Irgendwo im Süden. Ey, von hier habe ich doch gestartet. Okay, im Süden dann. Wer von euch soll das denn machen? Das Ding im... Ah. Okay, da geh weg. Du musst nicht extra so weit gehen, aber egal. Warte mal, ich muss mich mal erst heilen. Und so. Leute, 83. Hier ist irgendwo der Boss. Diese böse Musik. Okay, Boss-Time. Kommt mit mir. Es ist der... Die BSAG. Nein, die Deutsche Bahn greift uns an. Okay, die Deutsche Bahn greift uns an. Böse. Nein, das ist der Höllenzug. Sah er wirklich in FF5 so aus? Oder war es FF6? Ich weiß nicht mehr. Ach du heilige Scheiße. Vigra und du machst wieder Mumm auf Bernd. Der macht den meisten Schaden sowieso. Ich muss auch gleich mal was auf Mike machen. Säureregen. Das ist nicht gut. Okay. Angriff, Angriff. Du machst dann... Machst du am besten ganz Heilgar und du machst Mumm auf ihn. Der vorletzte Boss. Danach kommt der letzte Boss. Und dann endlich fertig mit so komischer Zeitquest. Eigentlich keine Zeitquest, aber optionalen Ding. Säureregen. Kein Problem. Heilgar und du machst Mumm auf Bernd.
Das macht ihn sowieso stärker, dann zieht er locker 3000 oder 5000 ab. Ach, Mike. Ich glaube, ich gönne mir gleich einen Bonbon. Meine Stimme geht doch langsam weg. Hm. Transpra, du machst Mumm auf ihn. Obwohl ich dir Mumm gegeben habe, ist trotzdem bist du so. Ach, das ist auch mal vorbei mit dem Deutsche Bahn-Angegner. Wir haben die Deutschen Bahn besiegt. Hey, jetzt kommt nie wieder eine Bahn zu spät oder ein Zug. Ein zarter Blütenduft schwebt in der Luft. Okay. Ein zarter Blütenduft schwebt in der Luft. Ihr habt uns gerettet. Vielen Dank. Wie ihr seht, ist unsere Stadt ein Ort von blühendes Blumen. Sie verwelken nie, weswegen wir sie hüten wie unsere Kinder. Seid eine Weile unsere Gäste. Es wird eurer Seele gut tun. Egal, wir haben wenigstens Menschen gerettet. Das ist was Gutes. Höllenzug von der Deutschen Bahn, natürlich. Wo soll ich genau hin? Irgendwie soll ich wieder zurück. Irgendwie gibt es hinter dem Haus einen Teleporter. Okay. Ach, das ist nicht euer Problem. Ich finde mal hier raus und dann sehen wir uns dann beim letzten Boss. Okay, endlich zum letzten Boss. Aber am Anfang muss ich kurz was erzählen. Also, ich habe ein paar Dinge gemacht. Also, ich habe irgendwie in Dungeon einen Roboter gefunden, der seine Freundin, ein pinkes Roboter, wiederbeleben wollte. Deswegen habe ich ihm geholfen, seine Teile zu finden, wie ein Akku und Energiechip. Darüber war er sehr glücklich. Max Weile. Okay, da braucht er das. Steigt die Konzession. Ich weiß nicht, was das ist. Ich mache einfach bei ihm mal. Und bei ihm. Steigert die Intelligenz. Saber braucht die Intelligenz. Hey. Und Agilität. Okay, dann haben wir das. Jetzt muss ich mal ein bisschen auffüllen. Ah, das dauert etwas jetzt. Ich will mal alles voll machen. Für den letzten Boss kann man ja nicht wissen, ob er jetzt schwieriger ist, aber in der Komplettlösung steht. Er ist leichter. Und so und so. Zum Glück habe ich dann alles vorgesorgt und alles gekauft, was ich hatte. Ach ja, danach, bei Stage 39 gibt es überall Magier, die euch irgendwie alle Weißmagie und Schwarzmagie beibringen können. Wenn ihr das nicht gekauft habt, könnt ihr bei denen alles kaufen. Und das war's dann mal. Und jetzt zum letzten Boss. Yeah! Thanatos. Proterra. Mumm auf ihn. Okay, sein Schaden ist nicht so groß. Unser Schaden auch nicht. Aber das wird sich auch ändern. Sein Schaden ist auch nicht so beachtlich, aber egal. Ich mach mal zur Sicherheit Heilgar. Du machst dann Mumm auf ihn. Gut, dass ich Heilgar gemacht habe. Ich glaube, ich gönne mir mal einen Bonschen. Das habe ich mir echt jetzt verdient nach diesen ganzen Kämpfen. Okay, sein Angriff wurde stärker. Helga, du machst Mumm auf ihn jetzt wieder. Jetzt gönne ich mir... Ach, hör auf. Lecker Bonschen. Mm. So. Mm-mm. Heiga, du machst Mumm auf ihn, dann.
Das wird auch lange dauern. Er hat 30.000 Erfahrungspunkte, also HP. So, und du machst Mom auf ihn wieder. Auf Mike kann ich mich jetzt momentan nicht verlassen. Deswegen verstärke ich einfach mal Bernd. Sein Schaden ist sowieso extrem. Hast auf ihn. Und man kann es so machen, dass man gar keinen Schaden von ihm bekommt, wenn man ganze Proterra macht. Und irgendwann ist der Schaden so wenig, dass es euch gar nicht mehr interessiert, wie viel Schaden er macht. Gut so. Proterra. Hast auf ihn. Seht ihr? Der Schaden ist sehr wenig geworden. Jetzt geht's wieder mal rund. Heira und du machst Mumm auf ihn. Jetzt gebe ich ihn doch mal richtig. Noch einmal Proterra, du machst Mumm auf ihn. Anti-Z. Ich habe ja nichts ge... Ah, Mist. Er wollte meine... Hier, er wollte einfach das zerstören, aber ging wohl nicht. Ha. So, so. Transparent, damit wir ein bisschen ausweichen können. Du machst Mumm auf ihn dann. Wieso kriegst du so viel Schaden und die anderen nicht so? Verstehe ich nicht, aber egal. Oh. Und so, so. Du auf dich selbst und du machst mal Mumm auf ihn. Ja, jetzt nicht, dass es wieder aufs... Okay, gut, gut. Und komm. Ich kann von mir doch schnell besiegt. Den haben wir doch schnell jetzt. Komm. Den besiegen doch richtig schnell. Ja, endlich, verdammte Mann. Der war voll easy, obwohl er 30.000 HP hat. Weichschwerter halten. Weichschwert. Sehen wir uns mal das an. Weichschwert. Ja, wo ist das Weichschwert? Okay, ich finde es irgendwie nicht. Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Ach, von da kam ich ja. Gibt es hier noch einen Weg? Nein, da gibt es nur einen Weg. Hier raus. Ultima Schwert. Ist das jetzt das Ultima Schwert, was ich jetzt holen konnte? Eine Rest HP ändert Angriffskraft. Das Ultima Schwert habe ich jetzt. Yep. Es wird auch langsam Zeit. Und in 20 Parts habe ich das jetzt fertig. Und jetzt im nächsten Part werde ich Garland in die Fresse treten. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal.